Wie bereits im vergangenen Jahr haben das rheinland-pfälzische Bildungsministerium und die Kommunen die sogenannte Sommerschule etabliert. In Koblenz zum Beispiel sorgen rund 40 Lehrkräfte an 11 Schulen dafür, dass Schüler der Klassen 1 bis 9 den Unterrichtsausfall während der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Lernrückstände während der Sommerferien aufholen können. In den letzten beiden Ferienwochen können die Schüler nach vorheriger Anmeldung täglich von 9 bis 12 in die teilnehmenden Schulen kommen. Dr. Margit Theiss-Scholz, Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, wirbt für das Konzept der Sommerschule, bei dem es nicht darum gehe, den Kindern mit Frontalunterricht die Ferienzeit wegzunehmen. Mit der Sommerferienschule sollen diese Lernrückstände möglichst kompensiert werden. Das ist natürlich eins der Hauptziele, dass in den Unterrichtsfächern Deutsch und Mathematik in den Kernkompetenzen auch nachgeholt werden sollen. Aber die Sommerferienschule ist natürlich auch eine Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, Schule als Ort sozialer Begegnung wieder kennenzulernen in den Ferien. Es ist Unterricht, aber es ist ein bisschen zwangloser, man sieht seine Freunde wieder. Ich glaube, das, was bei vielen Kindern und Jugendlichen große Freude auch ausgelöst hat. Wie kann man sich das vorstellen? Da sitzen zum Beispiel in der Grundschule die Klassen 1 bis 4 mit wildfremden, teils wildfremden Lehrkräften. Wie funktioniert das? Es läuft so, das Land stellt den Freiwilligen vorab verschiedene Materialien zur Verfügung zur Unterrichtsvorbereitung. Aber ich weiß auch von einigen Schulen, dass die Klassenlehrer und Lehrerinnen beispielsweise Lernpakete zusammenstellen und dann den Kindern auch schon mitgegeben haben vor den Ferien, sodass die freiwilligen Lehrkräfte ein bisschen vorbereitet sind. Ja. Ansonsten können die Kinder natürlich auch ihre eigenen Unterlagen mitbringen oder ja, Aufgabenstellungen, wo sie Schwierigkeiten haben. Letztes Jahr haben rund 500 Kinder teilgenommen an der Sommerschule. Wie viel sind es in diesem Jahr und gibt es noch freie Plätze? Und wenn ja, wo können wir uns anmelden? Also wir haben bislang 250 Anmeldungen. Das heißt, wir haben noch freie Plätze zur Verfügung. Die Anmeldefrist läuft ursprünglich bis zum 30.07. Aber wir haben die jetzt noch mal um eine Woche verlängert, damit auch noch andere Kinder die Möglichkeit haben, sich nachträglich anzumelden. Das heißt, am besten gehen die Eltern, wenn sie Interesse haben, auf die Internetseite, laden sich das Anmeldeformular runter und schicken das dann an die E-Mail-Adresse, die auf dem Anmeldeformular versehen ist. Es wird ja hier in der Stadt Koblenz nicht nur jetzt die Sommerschule angeboten, man kann zum Beispiel auch mal ins Museum gehen. Das wäre zum Beispiel Ergänzungen, also die Sommerferienschule findet ja originär in den Schulgebäuden natürlich statt, an verschiedenen Stützpunkten in der Stadt Koblenz. Da haben wir uns strategisch auch Überlegungen haben wir angestellt, wo die sinnvollerweise stattfinden sollen, damit möglichst viele teilnehmen können. Aber ergänzend dazu haben wir auch museumspädagogische Angebote im Mittelrhein-Museum, im Ludwig-Museum, die Lesesommer Kampagne in der Stadtbibliothek, an der in den vergangenen Jahren viele Kinder und Jugendliche teilgenommen haben. Und das sind spielerische Ergänzungen, die die Persönlichkeitsbildung in alle Richtungen auch unterstützen sollen.